Na, Dudes, alles easy bei euch und herzlich willkommen zu dem zweiten Part von Christmas Craft. Wie ich sehe, ist die erste Folge richtig, richtig gut angekommen. Und da habe ich mir dann so gedacht, ach ja, dann machst du das doch einfach mal weiter. Die Leute, die feiern es und wollen mehr davon. Also gibt's auch mehr davon. Wie gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Christmas Craft. Heute habe ich mir auch schon einen coolen Kommentar ausgesucht. Und zwar kommt dieser von Philipp Poya. Und er schreibt, mach einen leckeren Keks mit Schoki-Stückchen. XD. Liebe Grüße, ja. Das darf auf jeden Fall nicht fehlen. Schokostückchen. Da mache ich doch erstmal Dings. Irgendwie so hier diese Keks habe. Und dann noch braune Stückchen, also braun gefärbter Lehm. Ich mag es irgendwie mit Lehm zu bauen. Und dazu habe ich mir noch was ausgedacht. Und zwar nehme ich hier noch Quarz. Genau, Quarzblock und ein Glas. Die ein oder anderen wissen jetzt wahrscheinlich schon, was ich damit bauen möchte. Genau, Schokostückchen und, also Kekse und ein Glas. Ein Glas mit Milch. So. Machen wir das nochmal so. 1, 2, 3, 4. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich das mache. Also 2, 2, 2. Nein, das ist falsch. 2, 2 und... Moment. 2, 2, 2. So? Nee. Nee, das ist komplett falsch. Ach, stimmt ja, genau, so. Weil dieses höhergelegene, das muss ja auch noch stimmen. So. So. Es soll halt einfach gut aussehen. Was ich aber gerade hier gar nicht hinbekomme. Na komm, so. Und so. Zack, zack. Ich wollte das halt einfach so versuchen, diese Kekse übereinander zu legen. Kennt ihr doch wahrscheinlich, oder? So, und dann machen wir noch einen Keks. Also die Folge, also die erste Folge, die ist schon mal richtig gut angekommen. Ich nehme hier gerade das am Abend vorher auf und die Folge, Moment, die hat jetzt in, glaube ich, 2 Stunden. 2 Stunden, 1 Stunde, glaube ich, 88 Aufrufe, 36 Kommentare, 26 Daumen hoch und naja, ein Dislike. Ist ja halt dieser sogenannte Hater, der hier gerade auf meinem Kanal so ein bisschen herumscheucht. Aber naja, da kann man nichts machen. Ist mir aber eigentlich auch relativ egal. Hauptsache, der hat Spaß dran. Nee, das sieht so kacke aus. Ah. Machen wir das doch mal weg. So. Zack, zack. Genau, so. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, genau, so sieht das schon mal gut aus. Moment, eben kurz anderes Lied an. Ja, das kann man mal bringen. So. Und das mit dem Glas wird jetzt halt ein bisschen schwieriger, weil das Glas jetzt halt auch größer ist. Machen wir das doch mal so. Lalalala. Moment, ich mach mal eben kurz ein anderes Texture Pack rein. Ressourcenpark. Genau, stimmt. Ich habe voll vergessen, das XMSBD Craft Texture Pack reinzutun. Sorry.
Oh, Minecraft Tank. Minecraft Tank. Okay. Ja, so. Jetzt läuft das wieder. 1, 2, 3, 4. Na komm, so. Und so. Tatatatam. So groß soll das Glas ungefähr sein. Genau. So ist das gut. Sehr gut. La la la. Na komm, 1, 2, 3. Also es ist wirklich schon, also es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und dadurch, dass es hier ja auch kürzer ist, macht es umso mehr Spaß, weil da ich das umso schneller rendern kann. Finde ich sehr cool. So. Tatatata. So, und weil wir jetzt einfach faul sind, machen wir jetzt eben kurz das hier voll mit Milch. Also den Außenraum machen wir jetzt voll mit Milch. Wie gesagt, wir sind gerade einfach ein bisschen zu faul dafür. So, tatatata. 1, 2, 3. Lalala, genau. So, sehr gut. Nein, kaputt gemacht. Was ich mir aber noch überlegt habe, ist, dass ich hier noch ein kleines Bändchen mache. Also hier rum um das Glas. Einfach damit das cool aussieht. Machen wir doch mal ein schickes Rot rein. Genau, so, das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. So. Damit das doch wirklich gut aussieht, machen wir das so. Na komm. Wir müssen das jetzt fertig bekommen. So, genau, so sieht das nämlich schon mal sehr gut aus. Ne, so dieses kleine Bändchen drumherum. Sieht einfach schon nice aus. Es sieht wirklich gut aus. Aber es ist noch nicht schön. So, damit das hier so ein bisschen überschwappt, ne? Kennt ihr ja? So. Genau, so sieht das schon mal ganz gut aus. Und das war's dann auch. Das war's dann auch schon für diese Folge. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen, wenn ich da nicht. Und falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Und ihr könnt gerne weitere Kommentare in die Kommentarbox schreiben, was ich als nächstes bauen soll. Vielleicht ist euer Kommentar dann vielleicht auch als nächstes im Video drin. Ja, wie gesagt, gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, dann nicht. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Christmas Craft. Wir sehen uns bis dann, haut rein und ciao! Feeling I can keep, so blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me.